Meine Damen und Herren, ich habe das Thema Mystik, Kunst und Wissenschaft ausgesucht und sehr schnell haben mich persönlich ein paar Menschen mit der Frage konfrontiert, du machst aber schon mehr Wissenschaft, gell? Und ich habe gesagt, ja, Mystik, Kunst und Wissenschaft. Und es ist symptomatisch gewesen für mich, dass irgendwo ein Teil unserer Welt, der so wichtig ist und so schön, nämlich das Unerklärbare, das Unermessliche, die Kunst, sehr schnell in einen nachgeordneten Bereich gesetzt wird. Und man sagt, bitte aber schon Wissenschaft, dann ist die Kunst dabei, die uns unterhaltet, die uns eigentlich die Freude am Leben gibt, die uns das Schöne zeigt. Und das tut nebenbei, fällt mir jetzt gerade auf, die Wissenschaft ja auch. Nur die Wissenschaft, es gab die sieben freien Künste früher und da hat neben der Musik die Arithmetik dazugehört, die darstellende Geometrie. Wie konnte es so weit kommen, dass die Wissenschaft heraus exkludiert wurde und irgendwo einen Platz am Olymp bekommen hat? Und wo man sagt, ich tue mir schwer, mit Kunst und schon gar mit Mystik auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und genau das hat mich interessiert. Und genau das ist das, wo ich auch seitens des Landes hier ein Feld spüre und seitens der Bevölkerung, wo ich sage, können wir diese drei Bereiche, Mystik, Kunst und Wissenschaft, in einen Dialog bringen? Nicht in einen Dialog, wo man sagt, naja, also was man nicht, wenn du das jetzt nicht messen kannst, musst du dich bitte hinten anstellen. Wir reden vor allem über das, was messbar ist und lassen, wenn es leicht geht, das Unmessbare weg. Wir halten es für nicht existent. Wir rechnen nicht mehr damit. Und dann wundern wir uns hinterher, wieso etwas Schales herauskommt, etwas, was leicht bitter schmeckt, was einen großen Sehnsuchtsklumpen im Herzen lässt, wo man sagt, da war doch noch was. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Dreiheit gehört habe in den einführenden Worten, weil die Dreiheit ist es in allen großen Kulturen, die ein Gleichgewicht erst möglich macht. Und da, wo immer nur eines ist und das andere irgendwo unterm Tablett verschwindet, da beginnt eine Kultur, die Kultur zu verlieren. Mag sie noch so im Fortschritt weiterkommen, wenn sie nicht die Größe der Ahnungen aufnimmt und ehrt. Wir hatten einen Bundeskanzler, das war nicht der Schlechteste, der hat einem der größten Dichter des Landes angeraten, wenn er Visionen hat, dann soll er doch zum Arzt gehen. Ich glaube, er hat es irgendwie nicht so gemeint, aber es ist etwas, was das passiert so. Wenn einer Visionen hat, wenn einer einen Traum hat, dann wird das gerne nachgereiht. Und wir versuchen, diese drei Spielgefährten miteinander auf eine Ebene zu bringen, in diesen 5 Tagen. Und mir ist dabei niemand besserer eingefallen als Walter Kohl. Warum? Weil Walter Kohl in den letzten 8 Jahren, und ich habe ihn 2005 gesehen, wo noch nicht die Rede war von Walter Kohl als Vortragenden. Ich dachte, den möchte ich eines Tages zu uns holen. Walter Kohl hat sich einen Namen gemacht auf der Ebene der Versöhnung, zuerst einmal im persönlichen Bereich, so wie ich es verstanden habe, in einem übergeordneten Bereich. Und ich habe mir gedacht, der übergeordnete Bereich bei uns, Mystik, Kunst und Wissenschaft, ist eigentlich ein Bereich, der diese Versöhnung genauso systemisch erfassen könnte. Welche Geschichte hat die Kunst, dass sie manchmal so ein Schattendasein führt? Welche Geschichte hat zum Beispiel die Mystik, wo man sagt, komm, was ist denn das jetzt? Nichts Fixes ist. Können wir das bitte weglassen? Es kennt sich eh keiner aus. Und dennoch sind die größten Werke unserer Welt, angefangen von der Baukunst unserer großen Kathedralen, nur von Mystik getragen.
Niemand weiß teilweise, wie das entstanden ist, bis heute nicht. Ich will gar nicht von Pyramiden und anderen Dingen reden. Es ist alles so ein bisschen bekannt und dann wird es gern verdrängt und dann sagt man, okay, jetzt kommen wir wieder zur Tagesordnung über. Und ich dachte mir, Walter Kohl, der von Versöhnung eine Ahnung hat, weil er in seinem persönlichen Bereich es übertragen hat, auch auf größere Bereiche, ihn möchte ich einladen. Ich darf ihn kurz vorstellen. Walter Kohl hat nach seiner Matura in Amerika, in Harvard studiert, hat mit einem Doppelabschluss abgeschlossen in Geschichte und Ökonomie. Dann hat er in Wien 2 Jahre studiert, hat dort Diplom-Volkswirt gemacht. Dann, bitte? Magister, ja. Willkommen in Österreich. Und er hat im INSEAD, diesem berühmten Institut, weiter studiert. Er ging dann zu Morgan Stanley, der amerikanischen Investmentbank. Er war bei den größten Konzernen tätig. Und dann ist etwas passiert, wovon er, wenn er möchte, uns selbst erzählen wird, wo er gesagt hat, da war doch noch was. Wo ist das Dritte? Wo ist das Weitere? Wo ist Herkunft? Und Sie wissen, dass das Sohnsein von Walter Kohl zu einem Thema gemacht wurde. Aber niemals wurde es zu einem Klatschspalten-Sohnsein, sondern zu einem großen, für mich fast biblischen Sohnsein, wo man sagt, was hat das Sohnsein für ein Gegenüber? Was birgt es in sich? Wie kann ich heilen etwas, was Heilung haben möchte? Und auch das haben wir am letzten Tag bei uns mit dem Dr. Beck und dem Dr. Tutschek bei uns, die jetzt in Krems einen großen Kongress haben. Und auf dieser Ebene habe ich mir gedacht, ich wiederhole mich jetzt und ich sage es zum dritten Mal, weil wir ja bei den 3 guten Dingen sind, weiß ich keinen besseren. Und ich freue mich sehr, Herr Kohl, dass Sie zu uns gekommen sind. Und darf Sie auf die Bühne bitten. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Und es ist wahr, ich bin Magister der Republik Österreich. Also das ist eine echte Verbindung, weil ich habe nach meiner Zeit in den USA einen Abschluss machen wollen in Deutschland. Und in Deutschland hieß es damals, was, wir haben Abschluss in Amerika, das ist eh nichts wert. Und dann habe ich rumgeguckt und habe in Wien an der Uni am Schottentor einen Professor gefunden, den Professor Streisler, 5-fach promoviert der Mann, unglaublich. Und der hat gesagt, Sie können zu mir kommen, aber Sie müssen den Katalog in 2 Semestern abarbeiten. Und das waren dann 2 sehr intensive Semester, aber es war auch eine magische Zeit. Es war nämlich September 89 bis Juni 1990. Erinnern Sie sich? Ja. Und die Zeit in Wien war einfach nur geil, um es mal so rum zu sagen. Und wie ich vor einigen Monaten das erste Mal gehört habe von Phönixberg, habe ich überlegt, was ist denn das? Phönixberg, da denkst du, Phönix aus der Asche, Berg, ist das ein Berg? Nee. Habe ich nicht gefunden. Dann haben wir mal geguckt, wo ist denn das überhaupt? Und das war so eine, wie soll ich sagen, ungewöhnliche Einladung. Und Freiheit heißt ja auch offen sein für das, was man nicht kennt. Freiheit heißt auch mit beiden Beinen mal wohin gehen. Und Freiheit heißt auch den richtigen Partner haben. Weil Sie haben eine Dame an Ihrer Seite, die ich sehr bewundere, deren Buch ich mit großer Begeisterung gelesen habe. Wir haben auch eine Verbindung mal früher gehabt, indirekt durch unseren gemeinsamen Lektor. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie, Frau Pachel-Eberhardt, hier sind, dann ist es gut, dann komme ich. Und deshalb möchte ich, dass wir vor allen Dingen mal ihr danken und einen Applaus für Sie haben. Es gibt so eine Situation, und wir haben uns im Büro angeguckt und gesagt, da fahre ich hin, das mache ich. So, jetzt bin ich hier. Ich muss zugeben, ich war hier noch nie. Ich war in der Gegend schon, also in Niederösterreich, klar, in Wien, Salzkammergut. Und jetzt stehe ich hier und wir stehen ja mit ganz großen Worten hier. Mystik, Kunst, Wissenschaft, Kultur. Uah. Also es ist schon fast zu schwer. Ja, tut mir leid, Herr Rheinthaler. Also da bin ich...
Und jetzt haben wir Goethe gehabt im Vorspann. Wir haben sehr viele kluge Gedanken gehabt. Und jetzt stelle ich Ihnen mal die Frage, wie kriege ich jetzt die Kurve? Das ist gar nicht so einfach. Über was will ich zu Ihnen sprechen? Ich will über mein Lebens-, mein Herzensthema zu Ihnen sprechen. Und das hat was mit Dialog zu tun, aber nicht unbedingt mit dem Dialog, den wir bisher gehört haben. Das ist der Dialog nach außen. Wir haben es ja auch in Ihren Worten, der Herr Bürgermeister hat es angesprochen. Das ist der Dialog nach außen. Aber es gibt meiner Meinung nach einen vielleicht sogar genauso wichtigen Dialog. Das ist der Dialog nach innen. Sie haben Goethe zitiert. Und Goethe hat ja auch diesen, ich kriege es jetzt nicht wörtlich aufs Zitat hinaus, diesen Ausspruch, wie viele sind in mir? Kennen Sie dieses Gefühl, wenn so 10, 15 Stimmen in Ihnen sind und man das Gefühl hat, ist es ein Orchester oder ist es eine Kakophonie? Ne? Und ich möchte eigentlich mit Ihnen heute über diesen Weg nach innen, dieses Gespräch nach innen und ganz wichtig, über das Ziel dieses Gespräches sprechen, weil das Ziel ist Frieden. Wer seinen Frieden hat, wer in sich geklärt ist, der ist bereit für Freundschaften. Und ich möchte drei Freundschaften nennen an der Stelle. Das ist die Freundschaft mit uns selbst. Das ist manchmal die schwierigste Freundschaft, glaube ich. Das ist die Freundschaft mit anderen, die aber nur, glaube ich, funktionieren kann und leben kann, wenn wir mit uns selbst befreundet sind. Andersrum formuliert, wer möchte mit jemandem befreundet sein, der selbst nicht sein eigener Freund ist. Also die Freundschaft mit uns selbst, die Freundschaft mit anderen. Und da schlage ich jetzt auch mal die Brücke ins Spirituelle, Sie können sagen ins Mystische, die Freundschaft mit Gott, die Freundschaft mit unserer Spiritualität. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, der Mensch ist ein Dreiklang, auch da treffen wir uns, Herr Reintaler, er ist ein Dreiklang zwischen Körper, Geist und Seele. Jetzt stelle ich Ihnen mal eine Frage, eine stille Frage. Wie viele Stunden haben Sie letztes Jahr sich mit Ihrem Körper beschäftigt? Sie haben ihn gewaschen, Sie haben ihn gepflegt, Sie haben Sport getrieben. Wie viele Stunden haben Sie letztes Jahr sich mit Ihrem Geist beschäftigt? Jetzt mal die Frage, wie viele Stunden haben Sie sich mit Ihrer Seele beschäftigt? Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Wir vergessen diesen Teil. Das ist der Punkt, den Sie auch angesprochen haben. Wie oft ist unsere Seele, die ja doch auch die Triebfeder unseres Tuns und jetzt ganz wichtig, unserer Lebensfreude ist, im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit? Ich setze noch einen drauf. Ist es unmännlich, sich über Seele offen und öffentlich zu unterhalten? Ne? Männlich bin ich, man sieht es in den jeweiligen Ausprägungen. Und ich sage nein. Und ich sage, dass unser Lebensgefühl und damit auch unsere Lebensfreude ganz zentral zusammenhängt, wie wir mit uns selbst auch im Gespräch sind. Weil so wie wir uns selbst behandeln, so behandeln wir die anderen. Was will ich heute Abend mit Ihnen machen? Ich sag mal, was ich nicht machen will. Einen Frontalvortrag. Also das, was jetzt angefangen hat. Ich möchte, dass wir ins Gespräch kommen, Dialogikum. Und das heißt, Sie stellen mir Fragen. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, wenn Sie mir keine Fragen stellen, stelle ich Ihnen Fragen. Und ich suche mir jetzt schon die ersten Opfer aus. Es nützt nichts, wegzugucken. Er sitzt so richtig schön da mit seiner grünen Jacke. Also da müssen wir mal schauen, dass wir ein paar finden. Nein, also ohne Quatsch. Wir werden Mikrofone haben und ich möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen, weil das, was ich Ihnen erzählen möchte, das ist meine Meinung. Meine Meinung ist nicht richtig, meine Meinung ist nicht falsch. Es ist meine Meinung. Und Sie haben auch eine Meinung. Und wenn wir Dialogikum Phönixberg richtig verstehen wollen, dann glaube ich, sollten wir unsere Meinungen austauschen. Und was Sie sagen, kann mir helfen. Und umgekehrt hoffe ich, dass meine Gedanken auch für Sie von Interesse sein können. Wollen wir das so machen? Ja? Gut. Ich habe Ihnen ein paar Folien mitgebracht. Warum? Weil ich möchte diese Folien nutzen, quasi wie Trittsteine, dass wir uns Schritt für Schritt einem Thema nähern, das für mich von zentraler Bedeutung ist. Und das nenne ich den Weg der Versöhnung. Versöhnung ist ein Mittel, eine Brücke, so wie hier diese Brücke über den Fluss, über die Pilach geht. Das ist die Brücke von einer alten, schmerzhaften Situation in eine neue Situation,
wo wir das, was war, sein lassen können, so wie es eben war, aber wir können es neu betrachten. Wir können in Frieden auf das Alte zurückblicken und vor allen Dingen, wir können das Alte nicht mehr als Kraftfresser, sondern als Kraftquelle verstehen. Wie ich das meine, werde ich Ihnen sicherlich noch darstellen können. Okay, und da ich ja gesagt habe, es gibt Fragen, dann stelle ich Ihnen gleich mal die erste Frage. Stellen Sie sich vor, ich bin nicht Walter Kohl 50, sondern ich bin Walter Kohl 12 Jahre alt. Jetzt gucke ich meinen Freund hier vorne an. 12-Jähriger, sag mal, was ist ein Glück? Wenn es einem gut geht. Und wann geht es mir gut? Ah ja, das ist aber jetzt keine Antwort, die mir als 12-Jähriger hilft. Glück ist zwei Kugeln Stracciatella, okay? Nein, jetzt mal ohne Quatsch. Was ist Glück? Was meinen, würden Sie sagen? Ein was? Neues Handy, ja, das ist auch wahr. Gut. Was ist Glück? Frieden. Was ist? Bitte? Geborgenheit. Geborgenheit, Frieden. Okay, was ist Glück noch? Ein bisschen lauter, vielleicht kurz die Hand hoch, dann weiß ich, wer, dann können wir sprechen. Bitte. Freude. Eine Familie zu haben. Was haben wir noch? Bitte. Gesundheit. Okay. Ein was, bitte? In der Gruppe gut ankommen von 12-Jährigen. Ja, das ist auch Glück. Mhm. Also Glück ist ganz viel. Und Glück ist ganz unterschiedlich. Und jetzt kommen wir an den Punkt. Ist Glück Kunst, Wissenschaft oder Mystik? Um jetzt mal die Brücke zu Ihrem Thema zu schlagen. Ich würde behaupten, es ist alles gleich. Es ist eine Mischung. Es ist eine Kunst im Sinne der Kunst des Lebens. Es ist eine Mystik, weil wir nicht verstehen, wie Glück funktioniert. Aber es ist auch eine Wissenschaft, weil es gibt Gesetzmäßigkeiten des Glücks. Eine Gesetzmäßigkeit ist, wenn ich andere verletze, wird das zu mir zurückkommen und ich werde kein Glück erfahren. Deshalb sind ja so viele reiche und mächtige Menschen sehr unglückliche Menschen. Ich habe Ihnen mal meine Gedanken zu Glück mitgebracht. Ich möchte es in 4 Bildern darstellen. Glück ist, es fiel das Wort Familie, gewachsene Beziehung. Ist die Beziehung zwischen uns. Glück ist mit Sicherheit etwas, was nicht schön sein muss im Sinne von Werbung. Die beiden Herrschaften sind glücklich, aber die werden nie bei Coca-Cola oder sonst wo im Werbespot sein. Und die Frage ist, sind die Leute, die bei Coca-Cola im Werbespot sind, glücklich? Oder was ist Glück? Glück für mich ist, wenn es Beziehungen sind, die wie altes Holz sind. Abgegriffen, stabil und vor allen Dingen eins, gut bekannt. Die einfach mit uns in Verbindung sind. Aber Glück hat noch eine Dimension. Das Junge, das Freche, das Neugierige, das Offene. Meine Kinder, die sind also zwischen 14 und 18, betrachten mich ja als alten Menschen. Ich bin ja schon 50. Ne? Und wenn ich dann anfange, über Neugier und Neues zu sprechen, dann lachen die. Aber ich glaube, das ist gar nicht wahr, weil wir haben die Freiheit, in jeder Altersklasse neu zu denken. Wir haben die Freiheit, zu jeder Lebensphase neue Antworten zu finden. Das, was mal war, das ist unverrückbar. Aber wir können es neu betrachten. Wir können ihm eine neue Antwort geben. Und wissen Sie, von wem ich das gelernt habe? Einem Landsmann von Ihnen. Viktor Frankl. Kennen Sie den? Gar nicht weit weg von hier. In Wien. Übrigens, gestern habe ich mit denen von der Viktor Frankl Gesellschaft Fußball geguckt. 7-1. Ne? Damit da gar keine Zweifel aufkommen. Und bitte? Das ist Glück pur. Aber am Sonntag um 21 Uhr ist nochmal Glück. Ne? Und jetzt kleine Tangente. Ich habe ja mit Österreichern Fußball geguckt als Piefke in Wien für Deutschland. Ich war zeitweise allein, aber sie haben mir mein Glück gegönnt. Und vielleicht versteht es ja irgendwann auch mal die Fußballversöhnung zwischen Deutschland und Österreich, aber ich glaube, das ist sehr weit weg. Also das lassen wir mal außen vor heute Abend. Zurück zum Bild. Das Neugierige, Viktor Frankl. Viktor Frankl hat eine für mich fundamentale
hat einen fundamentalen Einfluss auf mein Leben genommen. Das muss man sich so vorstellen. 2000 war ja in Deutschland die Parteispendenaffäre mit der größte Skandal, der die Republik je erschüttert hat und der ja auch dazu geführt hat, dass es de facto unsere Familie zerstört hat. Kurz darauf hat meine Mutter sich das Leben genommen, auch wegen der Demütigungen dieser Erfahrung. Und meine erste Ehe ist gleichzeitig kaputt gegangen. Also Sie können sich vorstellen, innerhalb von 12, 16 Monaten bricht dein Leben auseinander. Und ich bin auch komplett abgestürzt. Will heißen, ich habe im wahrsten Sinne des Wortes meinen Geschmack fürs Leben verloren. Ich konnte damals Nutella mit Senf und Gewürzgurke essen. Ich habe es nicht geschmeckt. Also eine typische Stressreaktion, die so extrem war, dass ich auch für mich gesagt habe, ich packe das nicht mehr und ich gehe den Weg meiner Mutter. Ich habe also ganz bewusst auch meinen Suizid vorbereitet in Form eines Tauchunfalls. Warum? Ich bin Tauchlehrer, ich weiß, wie sowas geht, dass die Versicherung bezahlt. Und warum erzähle ich Ihnen das? Nicht, weil ich Ihr Mitleid oder Ihr Interesse erheischen will, sondern weil ich Ihnen sagen will, in einer solchen Situation muss man Glück haben. Und das hat für mich was Mystisches, weil ich habe in einer Frauenzeitschrift, man stelle sich das vor, in einer Frauenzeitschrift, ein Kreuzworträtsel lösen wollen, und habe einen Artikel über Viktor Frankl gefunden. Und der hatte die Überschrift »Trotzdem Ja sagen zum Leben«. Wir haben uns über das Wort trotzdem heute Mittag unterhalten. Trotzdem Ja sagen zum Leben. Und es ist eben diese Neugier, die aus diesem Trotzdem hervorgeht, die uns sagt, wir haben diese Freiheit neu zu bewerten, neu zu beurteilen. Und warum habe ich das Thema Suizid angesprochen? Weil ich das in jeder Veranstaltung tue, weil das ist meine Heilung gegenüber dem Tod meiner Mutter. Ich spreche über Suizid. Ich erreiche manchmal Menschen, die diese Gedanken haben. Und heute kann ich sagen, dass 7 Leute mir gesagt haben, Herr Kohl, Ihre Worte haben Ihnen geholfen, ich mache keinen Suizid. Und dann gehe ich ans Grab meiner Mutter und kann sagen, Mama, das haben wir gemeinsam gemacht. Da haben wir gemeinsam was bewirkt. Verstehen Sie, wie ich das meine? Und dieses gemeinsame Bewirken ist auch eine Form von Dialog. Und da kommt für mich Realität und Mystik zusammen. Und, um jetzt nochmal Viktor Frankl hineinzubringen, Sinn. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir eine Antwort, einen Sinn auf das haben, auf das Wofür, was wir tun, dann haben wir auch eine Neugier. Und eine Neugier gepaart mit alten, stabilen Beziehungen, das gibt uns Kraft. Aber wir brauchen nicht nur Kraft, wir brauchen auch Richtung. Das ist ein Bild, das könnte überall in Österreich sein. Der Blick vom Berg, kennen Sie alle? Klares Wetter, man guckt auf 15 Kilometern den Leuten quasi in den Kochtopf. Und für was steht dieses Bild im Zusammenhang mit Glück? Aus meiner Sicht steht es dafür, dass wir eine Richtung haben, dass wir wissen, wofür wir etwas tun. Warum stehe ich heute Abend hier? Warum mache ich den Beruf, den ich mache? Oder mache ich nur einen Job? Beruf, Berufung. Warum bin ich in den Beziehungen, die ich bin? Wofür arbeite ich, wenn ich für meine Familie arbeite? Und so weiter und so fort. Gibt das soweit einen Sinn für Sie, was ich da sage? Ja? Sie müssen sich melden, sonst wird es langweilig. Okay? Und dann schließlich, 4. Element, das habe ich ganz bewusst reingebracht, Geld. Ist Geld schlecht? Ist Geld gut? Ich weiß es nicht. Aber Geld ist mit Sicherheit eins, es ist Energie. Und wer kein Geld hat, der weiß, von was ich spreche. Und Geld ist Teil unserer Realität. Und ich finde, wir sollten Geld nicht vergötzen, im Sinne von Gier und Reichtum, aber wir sollten es auch als das annehmen, was es ist, unser Potenzial, unsere Kraft. Und es ist nicht die Kraft, es ist eine Kraft. Und Geld repräsentiert das Materielle. Und ich glaube, wenn wir ehrlich in den Spiegel gucken, wir sind auch materielle Wesen. Ich glaube nicht, also ich kann jedenfalls nur für mich sprechen hier, dass die meisten Leute Asketen sind. Also ich bin es mal nicht. Ne? Und ich sage jetzt einfach mal, wenn wir Glück denken und Glück definieren, dann definieren wir es vielleicht über verschiedene Größen
und ganz wichtig über die Ausgeglichenheit, über die Balance der Größen. Sie haben das in Ihren Worten schon angesprochen, Herr Reintaler. Es gehören immer mehrere Dinge. Sie haben das die Trinität genannt. Mehrere Dinge zusammen. Ich würde sagen, bei Glück ist das auch so. Und vielleicht eine kleine Denksportaufgabe für Sie mit nach Hause zu nehmen. Schreiben Sie mal einen kurzen Zettel an sich selbst. Was ist Glück für mich? Es ist spannend, ob Sie das für sich klar packen können. Lebensfreude ist für mich etwas anderes als Glück. Was ist für Sie der Unterschied zwischen Lebensfreude und Glück, wenn ich Sie spontan fragen darf? Was würden Sie sagen? Schwere Frage. Bitte, Dame da hinten. Ist man selbstverständlich, man kann sie bauen. Ich würde Ihr Bild noch erweitern. Die Lebensfreude ist die Grundlage, ist die Basis und das Glück ist die Situation. Glück ist ein Augenblick. Ob es in der Liebe ist oder sonst wo, Glück ist eine immer kurze, momentane Blitzlichtaufnahme. Lebensfreude hingegen ist eine Einstellung, ist etwas, woran wir arbeiten können. Und zur Lebensfreude gehört für mich vor allen Dingen auch der Frieden, die Klarheit mit uns selbst. Und damit meine ich natürlich ganz deutlich auch den Frieden mit den vergangenen Themen, mit den Belastungen, die in unserem Leben sind. Also Frieden mit der Vergangenheit ist die eine Sicht, Sinn und Ziele für die Zukunft. Und das gemeinsam ergibt Kraft, Entschiedenheit, Lebensfreude in der Gegenwart. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Formel, aber eigentlich rede ich hier nicht über eine Formel, sondern ich rede über ein Bild. Das ist mein Felix. Das ist eine Skulptur, die habe ich mir Weihnachten 2012 sozusagen selbst zum Weihnachtsfest geschenkt und die habe ich Ihnen mal mitgebracht. Weil anhand dieser Skulptur kann man sehr schön zeigen, was ich Ihnen darstellen möchte. Hier. Das ist ein Kopf, der sozusagen drei Dimensionen oder drei Gesichter hat. Das hier ist die Vergangenheit, das ist die Zukunft und das schaut uns an. Das ist die Gegenwart. Können Sie es alle gut sehen? Ja? Und die Vergangenheit hat so einen kleinen Abschluss hier. Kann man auch erkennen, oder? Und die Vergangenheit hat deshalb einen Abschluss, weil wir einen versöhnten Frieden mit unserer Vergangenheit haben. Da können ja alle möglichen Themen wohnen in dieser Vergangenheit. Da kann eine Scheidung drin sein, Elternthemen, Geschwisterthemen, Erbschaftsthemen, eine schwere Krankheit, Enttäuschungen im Beruf, Enttäuschungen bei Freundschaften, Scheitern bei wichtigen Projekten. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Und dann haben wir die Zukunft. Und die Zukunft ist auch da, weil in der Zukunft wohnen unsere Hoffnungen, unsere Erwartungen. Und die Achse aus Vergangenheit und Zukunft, das ist, wenn Sie so wollen, das Rückgrat, aus meiner Sicht die Bodenplatte für unsere gegenwärtige Situation, idealerweise für unsere Lebensfreude. Gibt das einen Sinn für Sie, wenn ich das so sage? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde behaupten, Vergangenheit und Zukunft sind immer dabei. Wenn Sie mir jetzt zuhören, dann hören Sie mir zu mit dem kompletten Wissen der Erfahrung, sozusagen mit der Brille ihrer Vergangenheit. Aber sie sind auch da, weil sie eine Erwartung haben. Sonst würden sie heute Abend, was weiß ich, grillen gehen oder mit Freunden, was weiß ich was machen. Also ist Vergangenheit und Zukunft da. Und die Frage ist, wie integrieren wir das in Lebensfreude? Wie erreichen wir diese Balance? Und da möchte ich mit Ihnen drüber sprechen. Einverstanden? Will jemand mal in die Hand nehmen, gucken? Ja? Gut, dann gebe ich Ihnen das und Sie lassen es einfach durch die Reihen gehen und wer will, kann sich das angucken. Das ist aus Lindenholz und ja, ist mein ständiger Begleiter. Ich komme immer mit so einem Rollkoffer, ne? Wie so ein Vorwerkvertreter, nur arbeite ich nicht für Vorwerk, sondern für Versöhnung. Aber so hat jeder seinen Rollkoffer, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, Lebensfreude in drei Zeitzonen, da wollen wir hin. Aber wie sieht denn die Realität aus? Die Realität sieht ja oft ganz anders aus. Hier, schauen Sie. Da sieht man es sehr schön. Hier, können Sie richtig erkennen.
Die Vergangenheit drückt mit aller Wucht in die Gegenwart. Wir sind teilweise geblendet, wir sind gequetscht. Das ist es, was passiert, wenn wir mit Themen zu tun haben, die uns überwältigen, die uns die Kraft rauben und vor allen Dingen eins, die uns von uns selbst entfernen, wo wir nicht mehr im Dialog mit uns selbst sind, sondern fast schon in Feindschaft mit uns selbst. Also ich weiß noch, wie ich meine Scheidungszeit hatte, die ganz schlimme Zeit, ist mir es mehrfach passiert, dass ich im Auto gefahren bin und ich habe erst nach Kilometern festgestellt, wo ich überhaupt war, weil ich war voll im Kopfkino drin. Kennt das jemand? Ne? Gibt es also auch in Österreich, bin ich beruhigt. Ja, ich frage das ganz bewusst, weil ich war erschreckt. Ich wollte eigentlich nach Gießen fahren, das war im Osten, und ich bin nach Nordwesten, nach Wetzlar gefahren, weil ich gar nicht gewusst habe, was ich tue. Und wenn wir in einer solchen Situation sind, dann ist ja die Sehnsucht ganz klar. Die Sehnsucht ist diese Integration, diese Freiheit, unseren Frieden zu finden. Und wenn ich über die Freiheit, unseren Frieden zu finden, spreche, dann meine ich unseren einseitigen Frieden. Weil was tue ich denn, wenn der andere nicht will? Stellen Sie sich eine Scheidung vor, es ist der totale Krieg, ja? Und ich möchte meinen Frieden mit der Scheidung haben, aber mein ehemaliger Partner sagt, du bist verdammt in alle Ewigkeit. Gibt's auch hier, oder? Ja? So. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, unseren Frieden zu machen, unabhängig von der Zustimmung oder noch besser formuliert vielleicht, unabhängig von dem Gemeinsamen mit der anderen Person. Damit wir aus dieser Situation rauskommen und dass wir in diese Situation kommen können. Frage an Sie, was denken Sie zu diesen Gedanken bisher? Welcher Aspekt? Irgendwas? Gibt's irgendwelche Punkte? Nix? Dann mach, ja. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Wir machen jetzt als nächstes eine Übersicht der Dinge, die uns von diesem Frieden abhält. Und die nenne ich jetzt mal Sackgassen. Weil wie immer im Leben, wenn wir auf einer Straße fahren, ist es schwierig, in die Sackgassen hineinzukommen. Es ist leicht, in die Sackgassen hineinzukommen und schwierig, wieder hinauszukommen. Die erste Sackgasse, die nenne ich mal die Warum-Frage. Kennen Sie das Problem, warum, wenn es Ihnen richtig gut geht? Haben Sie sich schon mal gefragt, warum es mir richtig gut geht? Warum mir etwas richtig gelungen ist? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Nein, ich auch nicht. Wenn es läuft, dann läuft es, dann stellen wir keine Warum-Frage. Aber komischerweise stellen wir die Warum-Frage, wenn es schief geht. Wenn die Welt ungerecht ist, wenn irgendwas passiert. Und jetzt meine Frage an Sie. Gibt es in der Regel eine Antwort auf die Warum-Frage? Nein. Gibt's nicht, oder? Gibt's? Ja, warum stellen wir denn die Warum-Frage? Ja, ich frage Sie, warum stellen wir die Warum-Frage? Es ist eine wichtige Frage. Warum machen wir das? Was meinen Sie? Bitte? Als eine Rechtfertigung ist. Andere Vorschläge. Weil man einen Schuldigen sucht, das ist immer gut, einen Schuldigen, bloß nicht ich. Du bist schuld, du bist böse. Da sitzt der Bürgermeister so richtig praktisch vor mir, ne? Bitteschön. Bitte? Weil man diese Trennung, dieses Abgeschnittensein vom Leben spürt. Da war noch eine Wortmeldung, bitte, die Dame. Man sieht den Sinn nicht in der Situation. Bitte. Weil man das nächste Mal, aber dann stellt man doch nicht die Warum-Frage jetzt, oder? Wieso? Wie meinen Sie das? Warum ist das passiert, wenn ich das und das gemacht habe? Also werde ich das nicht. Ah, okay. Die kausale Warum-Frage. Ja, einverstanden. Bitte, die Dame. Es ist eine Nicht-Akzeptanz, genau. Und wenn wir nicht akzeptieren, dass es eine Realität gibt, dann haben wir keine Chance gegen die Realität. Wenn ich jetzt hier rumlaufe und sage, ich will oben in Phoenixberg Ananas züchten, dann werde ich nicht sehr weit kommen, weil ich nicht akzeptiere, dass das Klima auf, wie nennt man das da oben, Phoenixberg? Das ist keine gute Antwort.
Also auf 630 Metern kann man keine Ananas anbauen. So, das ist eine Realität. Eine zweite Sackgasse ist Ungerechtigkeit, ist eben schon mal angesprochen worden. So, ich habe hier einen Zettel, Block. Jetzt stellen Sie sich vor, ich verteile diese Zettel und bitte jeden drauf zu schreiben in 10 Worten, was ist Gerechtigkeit? Glauben Sie, wir kriegen eine Meinung? Ich würde mal sagen, wir kriegen 100 Meinungen. Und jetzt frage ich Sie, wie können wir nach Gerechtigkeit streben, wenn wir nicht wissen, was es ist? Jetzt sind wir wieder genau an dieser Schnittstelle Kunst, Wissenschaft, Mystik. Gerechtigkeit hat sich ja in manchen Köpfen zu so einer Größe verfestigt. In Deutschland in der Politik gibt es dieses Schlagwort der sozialen Gerechtigkeit. Und dann gibt es natürlich auch das Schlagwort der sozialen Ungerechtigkeit. Und dann gibt es Leute, die fühlen soziale Ungerechtigkeit. 2 Kilometer, 6 Kilogramm, ich weiß es nicht. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Meine These ist, und die ist sehr provokant, wenn wir nicht wissen, was Gerechtigkeit ist, dann sollten wir vorsichtig sein, uns abhängig von ihr zu machen. Nochmal, wenn wir nicht wissen, was Gerechtigkeit ist, dann sollten wir vorsichtig sein, uns von ihr abhängig zu machen. Ich bin nicht gegen Gerechtigkeit. Ich habe nur ein distanziertes Verhältnis, weil eben sehr oft auch in meiner Lebenserfahrung Gerechtigkeit eher ein Problem als eine Hilfe war. Stimmt das? Stimmt das, was da steht? Ich glaube es auch nicht, dass es stimmt. Das ist aber eine klassische Sackgasse. Wir denken, mit der Zeit wird es besser. Das ist vielleicht teilweise so, aber dann passiert irgendwas und schwupp kommt alles wieder auf uns zurück. Es holt uns ein. Und warum mache ich diese Sackgassen im Vorfeld? Weil wenn wir uns ihrer nicht bewusst sind, dann merken wir auch nicht, wie wir in unserer Suche nach Versöhnung uns auf Deutsch gesagt verlaufen. Und dann mein Liebling, nachtragen. Das ist jetzt kein Schreibfehler, das ist Absicht. Stellen Sie sich vor, wir zwei kennen uns seit 30 Jahren. Wir haben einen Riesenstreit. Ich habe Sie verraten. Ich war wirklich ein Schwein. Ich habe Sie, also unsere Freundschaft, richtig mies behandelt. Und das Ganze auch noch öffentlich. Können wir sich vorstellen, oder? Ja. Würde ich ihn ja nicht vergessen. Genau, würde er mir nicht vergessen. Super Antwort. Dankeschön. Edmund Stoiber, der von der anderen Seite in Bayern würde sagen, Steilvorlage. Ja? Ja, ich darf das ja hier sagen. Ne? Und würde er mir nicht vergessen. So, jetzt trägt er mir das nach. Was passiert denn, wenn mir einer was nachträgt? Hier, stehen Sie mal auf, bitte. Nehmen Sie mal jetzt sozusagen etwas in die Hand. Und jetzt, ja genau, so. Und jetzt tragen Sie mir das nach. Was passiert? Ja, mach, komm, trag mir mal was nach. Und? Guck mal hier, er ist total auf mich fixiert. Und wenn ich jetzt an ihm vorbeigehe, dann läuft er mir wieder hinterher. Und was passiert? Die Hände sind gegriffen und er hat kein eigenes Leben. Er rennt mir hinterher. Er rennt der Sache hinterher in der Suche nach warum? Nach Gerechtigkeit. Und was passiert am Ende? Sie sind Gefangener der Situation. Beide. Ich nicht, ich lache über Sie. Ich finde es ja lustig. Ja, überleg mal, ich habe doch die Hände frei. Ich tue meinen Präsenter weg. Er trägt mir das nach. Hier, komm, das ist der Stein des Anstoßes. So, richtig so. Der wiegt jetzt richtig viel. Der ist richtig schwer. Ne? Und was passiert? Die Hände sind gegriffen. Der Blick ist auf mich. Und ich sage, hey, leck mich doch. Komm hier, trag doch nach. Ist es so? Ist es so oder ist es nicht so? Könnte sein. Ist es so? Ist es so? Abstimmung. Wer sagt, es ist so? Wer sagt, Gegenprobe ist nicht so? Schlechte Karten, würde ich sagen. Dankeschön und einen Applaus. Nachtragen ist ein ganz, ganz großes Thema. Und warum rede ich über Nachtragen? Weil es uns fesselt. Das vergesse ich dir nicht. Das kann man so oder so formulieren. Man kann sagen, das vergesse ich nicht, Komma, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, ich möchte meinen Abstand, geh du deinen Weg. Oder man sagt, zweite Variante, das vergesse ich dir nicht und jetzt aber voll drauf. Und das sage ich Ihnen aus Erfahrung. Am Ende verlieren Sie.
Da sind wir wieder an dieser Schnittstelle zwischen Kunst und Mystik. Für mich gibt es eine Mystik des Lebens. Die Mystik des Lebens heißt, wir können es nicht messen, zählen, wiegen, aber komischerweise kommt es so. Klassiker. Sie haben eine Scheidung, Riesenstreit mit ihrem Ex-Partner oder Ex-Partnerin, totale Zorn und Hassszenen. Sie finden einen neuen Partner, eine neue Partnerin. Und dann liegt dieser Streit und dieser Hass und dieser Zorn mit im Bett, wenn sie mit der neuen Partnerschaft zusammen sind. Weil das nicht geheilt ist. Und warum sage ich das? Weil ich das selber erleben musste, weil ich erkennen musste, solange ich nachtrage, kann ich nicht vorweggehen. Und wenn ich Ihnen einen Impuls heute Abend mitgeben möchte, ist, dann achten Sie bitte auf diese Sackgassen und insbesondere auf das Thema warum, warum ich und auf das Thema nachtragen. Entschuldigung, meine Stimme ist heute nicht so gut. Ich muss noch was trinken. Und dazu wollte ich Sie kurz sensibilisieren, weil am Ende des Tages reden wir über unseren biografischen Rucksack. Und wenn welche von Ihnen morgen bei mir im Seminar sind, werden wir dazu einige spannende Übungen machen, oben auf dem Phoenixberg, weil in dem Rucksack liegen Wackersteine. Hier, unser Streit kann so ein Wackerstein sein, ne? Eine Scheidung, was auch immer. Und jetzt kommt ja, bitte? Richtig, aber mit Glück muss ich mich nicht versöhnen. Richtig, muss ich mich mit Optimismus versöhnen? Richtig, muss ich mich damit versöhnen? Moment, ich glaube, wir sprechen ein bisschen aneinander vorbei. Wir reden ja jetzt darüber, wie kann ich mit Hilfe der Versöhnung aus Kraftfressern Kraftquellen machen. Einverstanden? So, wenn Sie Glück in diesem Rucksack haben und Visionen, das ist super, dann sind Sie nur im falschen Vortrag. Nein, es ist wie im Kino, ne? Ja, ich sage ja nicht, dass alles schlecht wäre. Das wäre ein totales Missverständnis. Nein, was ich sage ist, was uns wegbringt von uns selbst und was uns zurückhält, sind ja die Dinge, die wir nicht geklärt haben, mit denen wir nicht in Frieden sind. Und das ist dieser Teil des biografischen Rucksacks, der schwer wiegt. Das andere ist ja praktisch pure Unterstützung. Und dazu brauchen wir nicht zu sprechen. Deshalb sage ich, mit Glück müssen wir uns nicht versöhnen, wohl aber mit den Kraftfressern. Einverstanden oder nicht? Ich glaube eher, wenn man nur von Unglück redet und nicht von Glück, glauben die Leute, es gibt nur Unglück. Ich würde sagen, es gibt beides. Und Optimismus ja auch steuern. Das erfüllt ja dann auch die Unglücklichen, dass es ein bisschen mehr Freude hat, oder? Das ist richtig, das sehe ich genauso wie Sie. Deshalb habe ich ja am Anfang auch von Glück gesprochen. Optimismus kann ja auch Drücke sein. Optimismus kann? Eine Droge. Ah, Optimismus als Droge. Jetzt frage ich Sie mal, ist das nachhaltig? Ja, sowas ist nicht schlecht. Aha, Kokain ist auch nicht schlecht, aber ist das nachhaltig? Ja, es ist eine spannende Frage, weil das führt ja zu diesem einen Glaubenssatz, den manche Leute vertreten, denkt positiv und die Welt funktioniert wunderbar. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Weil wir können uns nicht mit Glück dopen. Also so wie dopingmäßig oder drogenmäßig. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wissen Sie, warum ich das glaube? Weil wir uns nicht auf Dauer in den Spiegel gucken können. Wir können sicherlich für eine Weile einen Zustand erreichen nach dem Motto, ist eh alles ganz geil und ich bin der Tollste, aber irgendwann holt uns die Realität ein. Das wäre ja dann schneller als der eigene Schatten. Also meine These ist, ich will es mal andersrum formulieren. Es gibt viele Leute und es gibt viele Bücher, wenn Sie in einen großen Buchladen gehen, die erklären Ihnen, wie Sie jetzt durch positives Denken sofort glücklich und am besten auch noch Millionär werden. Richtig? Dann dürfte es, bei uns heißt es Hartz IV in Deutschland, keine Sozialhilfe geben. Ja, Entschuldigung. Überlegen Sie mal, wie diese Bücher verkauft worden sind. Das funktioniert doch nicht. Wo ist denn der Felix? Hallo? Mal hochheben bitte. Hoch. Hier. Wenn Sie auf den Felix gucken, dann ist ja genau das Thema, die drei Dimensionen, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Und ich glaube, dass wir
Glück in der Vergangenheit nur finden, wenn das, was schlecht war, versöhnt ist und das, was gut war, uns weiterhin unterstützt. Können wir uns darauf einigen? Ja? Nicht ganz? Bitte. Es ist ein Problem der Wünsche. Wenn Sie die von Dante den Eingang in die Hölle sehen, da heißt es ursprünglich, lass sein alle Hoffnung. Und Watzlawick, also ein Frankl-Kenner, hat also das umfunktioniert und gesagt, das ist nicht der Weg in die Hölle, sondern in das Paradies. Weil nur wenn du Wünsche hast und viele Wünsche, also nicht befriedigt werden können, dann hast du die Hölle in dir, dann bist du immer unglücklich. Wenn du aber fähig bist, dich von den Wünschen zu lösen, das heißt Training also, wie das auch was wieder macht, dann kommst du also in eine Lage der Zufriedenheit. Das ist natürlich eine spannende These. Ich habe keine Wünsche mehr und dann bin ich auch nicht unglücklich und dann geht es mir gut. Bitte? Okay, da bin ich dabei. Beim Reduzieren bin ich absolut dabei. Aber es bleiben ja Themen übrig, mit denen wir, sage ich mal, auch unseren Frieden schließen wollen. Einverstanden? Und das ist ja das, worauf ich hinaus will. Ich will ja darauf hinaus, dass wir sagen, in unserem biografischen Rucksack geht es um die emotionale Führung. Wer führt unser Leben? Sind es die Umstände? Bin ich es? Und ganz wichtig in der emotionalen Führung, habe ich die Freiheit zu entscheiden, wie gehe ich mit einer Sache um? Und damit reduziere ich ja auch automatisch meine Wünsche. Ne? Das heißt, Albert Schweitzer hat es für mich gut formuliert, wir brauchen nicht neue Maßnahmen, sondern wir brauchen die Freiheit für einen neuen Blick auf unser Leben und vor allen Dingen auf unsere Freiheit, alte Themen neu zu beantworten. Und das ist für mich eine Frage, die sich gerade in dieser schwierigen Zeit 2002 immer wieder gestellt hat. Welche Ausfahrt sozusagen, welche Umgangsform wähle ich mit mir? Nehme ich eine Ausfahrt, in der ich kämpfe, nehme ich eine Ausfahrt, in der ich vor mir selbst fliehe, wie gehe ich mit einer Situation um? Ich habe hier das Bild eines Kreisverkehrs, weil der Kreisverkehr symbolisiert für mich, dass die Frage, wenn ich in eine Situation reinkomme, in welche Straße biege ich ab? Oder wenn wir das auf einen inneren Kreisverkehr übertragen, kämpfe ich mit einer Situation, fliehe ich vor einer Situation, oder suche ich meinen Frieden mit der Situation? Und da bin ich wiederum genau bei ihm. Reduzieren der Wünsche auf einen entscheidenden Punkt, Frieden. Und den Wunsch, den möchte ich nicht aufgeben. Ich möchte nicht den Wunsch nach innerem Frieden aufgeben. Aber sicherlich den Wunsch nach Gier und den Wunsch nach mehr und noch mehr und noch mehr. Und ich glaube, an der Stelle treffen wir uns genau wieder. Ja? Und meine Überlegung ist, wenn wir in einer Situation sind, welche Entscheidung treffen wir? Und bitte nicht, welche Entscheidung wird für uns getroffen? Treffen wir die Entscheidung, ich muss jetzt da aktiv kämpfen, ich muss Abstand, Flucht herbeiführen oder ich möchte meinen Weg zum inneren Frieden finden? Und Sie haben eben die Frage gestellt, Herr Bürgermeister, wie machen wir das dann? Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Anhand der Finger der linken Hand. Weil, hier, linke Hand, 5 Schritte auf dem Weg zum inneren Frieden, mal an einem ganz konkreten Beispiel auch dargestellt. Okay? Der erste Schritt ist der Daumenschritt. Für was steht der Daumen? Wenn Sie mal hier gucken auf die Hand, für was steht der Daumen? Er greift, genau. Er ist ein Finger, der festlegt. Das ist der einzige Finger, der gegen jeden anderen Finger gehen kann.
Ne? Wenn Sie eine Reißzwecke in die Wand drücken wollen, machen Sie es mit dem Daumen, Sie machen es nicht mit dem kleinen Finger oder Sie machen es nicht mit dem Zeigefinger. Das heißt, der Daumen legt fest. Der Daumen legt fest, was ist mein Anliegen? Was ist es, das ich in Frieden bringen will? Das klingt jetzt erstmal trivial, hat sich aber, wenn ich in der Coaching-Arbeit zum Beispiel bin, häufig als eine große Herausforderung herausgestellt, weil es gibt eine Situation, nehmen wir mal ein Beispiel, unsere langjährige Freundschaft, die zerbrochen ist und er ist ja jetzt das Opfer, ich bin ja derjenige, der ihn schlecht behandelt hat. Was will er denn? Ich bin der Täter, einverstanden. Ja, was wollen Sie? Wie wollen Sie in wenigen Worten zusammengefasst Ihren Frieden sozusagen benennen? Das ist nämlich eine große Herausforderung, weil noch haben Sie mir ja gesagt, das vergesse ich dir nie. Das ist ja kein Anliegen zur Versöhnung, richtig? Das ist eine Feststellung, genau. Und das ist die Handschelle, die ihn ins Opferland führt. Weil in dem Moment, wo er mir es nicht vergisst, wird er ja immer wieder an die Sache erinnert. Und in dem Moment wird er auch nie sich befreien können von der Sache. Und jedes Mal, wenn ich ihn über den Weg laufe, kommt alles wieder hoch. Richtig? Toll. Aber ich bin doch da. Und wenn Sie mich umbringen, kommen Sie in den Knast. Das ist noch schlechter. So, jetzt sind wir nämlich genau in der Diskussion, die wir eben hatten. Ja, willst du kämpfen, willst du fliehen oder willst du deinen Frieden? Was willst du? Frieden. Also wir probieren zum zweiten Mal. Was ist denn bitte schön Ihr Anliegen? Sehen Sie? Und das ist nämlich genau der Punkt. An so einem kleinen Beispiel wird es schon deutlich, wir müssen uns wirklich überlegen, wie wollen wir das in wenige Worte, 5, 7, also einstellige Zahl Worte packen? Ich gebe Ihnen ein ganz dramatisches Beispiel aus meinem Leben. Der Freitod meiner Mutter, das war ein Schock. Weil erstens ist ein Suizid in einer Familie eine Katastrophe. Ich hoffe, niemand von Ihnen hat das erleben müssen. Und dann passiert es noch in meinem Kinderzimmer, in meinem Jugendbett. Da können Sie sich natürlich vorstellen, wie einem das in die Knochen geht. Und du hast wirklich alles in dir. Du hast Sprachlosigkeit, du hast Trauer, du hast Wut, Einsamkeit, wie kannst du mir das antun? Auch Scham, wie kann das passieren? Also ganz, ganz viele widersprüchliche Dinge. Und jetzt ist die große Frage gewesen, was will ich eigentlich versöhnen? Will ich mich mit meiner Mutter versöhnen? Will ich meinen Frieden haben? Mit was? Und nach einer Weile war mir dann klar, wenn es überhaupt eine Frage gibt, die da relevant ist, dann ist es die Frage oder das Anliegen besser formuliert, ich will Frieden mit dem Tod meiner Mutter. Weil es ist das Ereignis, diese Trennung, der Tod, das ist der Schmerz. Ich will nicht Frieden mit meiner Mutter, den habe ich. Aber ich will Frieden mit dieser Tat, mit dieser Entscheidung. Und das ist genau auch der Punkt, den wir hypothetisch hätten, hätten wir diese Konfliktsituation. Und das ist ein wichtiges Element am Anfang des Weges. Es ist wie bei einer Kamera. Wenn Sie das Teleobjektiv nicht sauber einstellen, dann werden Sie nach hinten heraus kein gutes, klares Bild bekommen. Das heißt, diese Schärfung des Bildes, was ist mein Anliegen, das ist von größter Bedeutung. Zweiter Schritt, Zeigefinger. Was macht der Zeigefinger? Er zeigt und er zeigt auf. Das heißt, alles das, was zu diesem Anliegen gehört, muss aufgezeigt werden. Andersrum ausgedrückt, es muss auf den Tisch. Stellen Sie sich einen großen Tisch vor und auf diesen Tisch legen Sie alles das, was an Gefühlen, was an Gedanken, an Erinnerungen mit diesem Anliegen, erster Schritt, zusammenhängt. All das wird ausgesprochen, all das wird auf den Tisch gelegt. Wie macht man sowas? Sie wollten ja wissen, wie sowas geht. Einen Brief an sich selbst. Frage, hat jemand schon mal einen Brief an sich selbst geschrieben? Und, wie war das? Ungewöhnlich? Man muss sehr lange nachdenken, was man sich schreibt. Andere, was möchten andere noch erzählen? Wer hat noch geschrieben? Weil es waren jetzt so viele Hände, ich habe es jetzt nicht alles... Wollen Sie noch? Aha,
Wenn man ihn später liest, wundert man sich, wie die Probleme sich verändern. Also auch die Zeit hat hier eine Dynamik, aber nicht unbedingt eine heilende. Es kann in beide Richtungen gehen. Was haben wir noch an Erfahrung? Gilt das auch, wenn man dem anderen einen Brief schreibt, aber ihn nicht abschickt? Nein, weil dann schreiben Sie ja für einen anderen Zuhörer. Sie schreiben ja nicht für sich selbst. Wenn Sie, bei Ihnen würde es heißen, liebe Barbara, heute schreibe ich dir zu meinem Anliegen XYZ. In meinem Fall, lieber Walter, heute schreibe ich dir zu meinem Anliegen, ich will Frieden mit dem Tod meiner Mutter oder mit Mama. Darf ich fragen, wie Sie mit Vornamen heißen? Hermann. Hermann. Lieber Hermann, heute schreibe ich dir zu meinem Anliegen, ich will Frieden mit Walter oder mit dem Streit mit Walter oder irgend sowas. Es ist ganz wichtig, dass dieser Brief an uns selbst in einem Umfeld geschrieben wird, wo wir alleine sind, kein Handy, keine Familie, keine Ablenkung, kein Radio, kein Fernsehen, nichts. Wo wir wirklich gezwungen sind, uns zu begegnen. Das ist auch eine Form von Dialog. Meiner Meinung nach eine ganz wichtige Form von Dialog. Und diese Begegnung mit uns selbst führt ja dazu, dass wir ehrlich sein müssen. Weil, wenn wir uns selbst betrügen, merken wir es sofort. Merksatz, wer sich selbst verkohlt. Genau. Wer sich selbst verkohlt, der merkt das als allererstes selbst. Jetzt haben wir aber diesen großen Haufen an Gefühlen und Punkten auf dem Tisch liegen. Wie kommen wir denn jetzt auf den Kern, auf die Substanz dieser Situation, auf die eigentlichen schmerzhaften Gefühle? Da gibt es jetzt verschiedene Techniken, das kann ich nicht in einem kurzen Abendgespräch darstellen. Beispiel, man nimmt einen Highlighter, markiert sich die wesentlichen Punkte, man filtert das raus und am Ende bleiben die Kernpunkte stehen. Beispiel Tod meiner Mutter, dieses Gefühl von Verlassenheit, von Wut, aber auch von Trauer und natürlich auch von Schuld. Was habe ich nicht getan, dass das so passiert ist? Können Sie sich ja vorstellen. Wenn Ihre eigene Mutter tot in Ihrem Bett liegt, da denkt man schon sehr drüber nach. War ich ein guter Sohn? Habe ich Dinge falsch gemacht? Und so weiter. Und so fort. Das heißt, am Ende des Schrittes alles auf den Tisch legen, wissen wir exakt, was uns wehtut. Und das sind wenige Worte, 5, 6 Worte. Das können Sie gerne auch nachlesen. Ich habe ein Buch zu dem Thema geschrieben hier. Da steht auf über 100 Seiten der Weg der Versöhnung erklärt. Sie können das bei mir in der Website nachlesen. Das heißt, es gibt viele Anknüpfungspunkte, wie man das auch für sich selbst erarbeiten kann. Und dann kommt der spannende Schritt. Das ist der dritte Finger, der Mittelfinger. Für was steht der Mittelfinger? Bitte ganz laut, Frau. Aha. Das ist der Stinkefinger, genau. Freut mich. Aber es ist auch der Kraftfinger. Wenn Sie Fingerhakeln machen, machen Sie es mit dem Mittelfinger. Es ist der Moment der Kraft. Wenn Sie an die Schule zurückdenken, griechische Tragödie, 3. Akt von 5, Katharsis der Wandel. Und jetzt ist ja die Frage, können wir das, was wir an Schmerz definiert haben, im 2. Schritt alles auf den Tisch legen, im 3. Schritt in einen Wandel, in einen Frieden, in einen Sinn führen. Ich habe Ihnen schon ein Beispiel genannt. Thema Tod meiner Mutter. Damals dieses Gefühl tiefer Sprachlosigkeit und Ohnmacht. Das hat sich für mich gelöst in dem Moment, wo ich gesagt habe, aus dieser Ohnmacht entsteht Akzeptanz und Auftrag. Heute spreche ich über Suizid ganz offen, so wie heute Abend auch hier bei Ihnen in Rabenstein. Und ich erlebe dadurch, dass der Tod meiner Mutter eine neue Sichtweise für mich hat, eine neue Wertung. Er ist nicht mehr der alte, schmerzhafte Tod, sondern er ist ein Tod, den ich akzeptieren kann und aus diesem Tod auch eine Aufgabe ableiten kann. Und das ist für mich die Verbindung auch wiederum zu Viktor Frankl, wo ich sage, wenn wir das, was in uns schmerzhaft war, in einen neuen Sinn wandeln, in eine neue Antwort, dann werden wir frei. Gibt das einen Sinn für Sie, was ich eben gesagt habe? Ja? Und diese Freiheit, das ist der Kern des Wegs der Versöhnung. Diese Freiheit bedeutet, dass wir auch unsere eigene Unabhängigkeitserklärung unterschreiben. Weil wir haben das Recht, uns neu aufzustellen. Er hat das Recht, Hermann hat das Recht zu sagen am Anfang, das vergesse ich dir nie, Walter. Du, Punkt, Punkt, Punkt. Aber irgendwann hat er genauso das Recht zu sagen,
ja, das war eine Riesensauerei, was du gemacht hast, aber ich habe heute einen neuen Blick, ich habe was daraus gelernt und aus dieser Freiheit kann ich mit dem Thema umgehen und diese Freiheit bedeutet für mich auch das Ende des Schmerzes. Und er kann auch dann anderen Menschen wieder vertrauen, weil nicht jedes Mal dieses Gespenst Walter wieder aufsteht, der ja der Freund, Schrägstrich der Verräter, der Täter ist. Verräter und Täter liegt ja ganz nah beieinander. Und mein Plädoyer ist, den Energiewandel so durchzuführen, dass wir für uns selbst diese Freiheit haben und formulieren können. Und das ist der vierte Finger, das ist der Ringfinger. Was ist an dem Ring hier? Was ist das für ein Finger? Für was steht der Ringfinger? Bitte? Bindung. Ja, was noch? Treue. Es ist ein Vertrag. Im Sinne von vertragen. Nicht im Sinne von juristisch oder notariell, sondern es ist ein Vertrag. Hier in diesem Ring steht der Name meiner Frau, Kyung Suk, und es ist der Vertrag im Sinne von Absicht, Wunsch, Hoffnung. Wir möchten zusammen sein. Wir möchten diesen Weg des Lebens gemeinsam gehen. Und wenn wir einen Friedensvertrag schließen mit uns selbst, dann ist das unsere Antwort auf die Situation und damit unser Abschluss auf das Anliegen, auf diesen Zwischenschritt, alles auf den Tisch legen, die schmerzhaften Themen sauber herausarbeiten und dann den Energiewandel so durchzuführen, dass er für uns auch stimmig ist, dass er für uns eine echte Klärung bedeutet. Und eine echte Klärung ist immer nur dann eine Klärung, wenn wir sie selbst für uns akzeptieren und wenn wir sie anderen mitteilen können. Und das Einfachste ist, einen Friedensvertrag schreiben. Wenn Sie Lust haben, kann ich Ihnen Friedensverträge aus meinem Leben vorlesen. Soll ich machen? Ja? Ich habe zwei im Angebot, einen über das Thema Frieden mit Terrorismus und das andere ist Frieden mit dem Thema Sohn vom Kohl. Welches wollen Sie hören? Überraschung, sicher? Gut. Ich lese Ihnen den deshalb vor, weil ich auch Sie, Herr Bürgermeister, nicht enttäuschen will, dass es ein echtes Wie gibt. Dass das eine Sache ist, die uns in eine Verpflichtung führt. Und zwar in eine positive Verpflichtung, nämlich die Verpflichtung, für uns selbst durch unsere eigene neue Klarheit nach außen hin und nach innen hin dialogbereit und jetzt wieder auch dialogoffen zu sein. Weil das, was wir vorher im Streit hatten, hat uns ja vom Dialog ferngehalten. Das hat uns ja geschlossen, das hat uns ja festgehalten im Sinne einer Fessel, im Sinne eines Gefängnisses sogar manchmal. Wenn wir aber einen Friedensvertrag und ganz wichtig mit uns selbst schließen können, dann brauchen wir niemand anderen. Hier, er kann seinen Friedensvertrag machen und ich kann nach wie vor ihn verachten oder sonst was tun. Das ist ihm wurscht egal, weil er hat die Freiheit, seinen Frieden zu schließen. So, und das lese ich Ihnen jetzt kurz vor. Das sind die letzten anderthalb Seiten meines ersten Buches. Und dann, glaube ich, kann man besser verstehen, was ich damit meine. Heute gehe ich weit entspannter mit dem Thema Sohn vom Kohl in der Öffentlichkeit um als jemals zuvor in meinem Leben. Und das bedeutet einen großen Gewinn an Lebensfreude und Freiheit. Heute kann ich meinen Vater so akzeptieren, wie er ist. Auf diesem Fundament innerer Akzeptanz habe ich meinen Frieden mit ihm gemacht. Er war nie ein Vater wie andere Väter, er war immer ein Sonderfall. Aber alles Vergleichen, sämtliche daraus von mir abgeleiteten Ansprüche waren unsinnig. Meine alten Sichten führten mich nur ins Opferland. Und wie schwierig es für mich war, dort wieder herauszukommen, dürfte deutlich geworden sein. Ja, es war ein schwerer Weg für mich, einen so ungewöhnlichen Menschen wie ihn als Vater zu akzeptieren. Jeder Mensch kommt mit einem Rucksack auf die Welt, mit einer Bürde, an der er vielleicht sogar lebenslang zu tragen hat. Meine Bürde ist meine Herkunft, ist mein Name. Viel zu lange habe ich versucht, mein Leben in Richtung meines inneren Ideals hinzubiegen, mich in etwas hineinzuträumen, was doch nicht in meiner Macht stand, was nie realistisch war. Dabei habe ich Enttäuschungen erlebt und Menschen verletzt, nicht zuletzt auch meinen Vater. Aber er ist mein Vater und ich werde nie einen anderen Vater haben können oder wollen. Als sein Sohn bleibe ich ihm, trotz seiner Trennung, immer verbunden. Ich bin überzeugt, dass er sich manchmal einen anderen Sohn gewünscht hätte.
einen Sohn, mit dem er leichter hätte leben können. Heute kann ich das besser nachvollziehen, denn ich versuche mich aktiv in seine Lage zu versetzen. Sicher habe ich ihn manches Mal enttäuscht. Mein eigener Querkopf, auch darin sind wir miteinander verwandt, war nicht immer mein bester Ratgeber. Für die Verletzungen, die ich ihm zugefügt habe, übernehme ich heute die Verantwortung. Diese Fehler tun mir leid. Deshalb habe ich heute ein neues Verhältnis zu ihm. Er bleibt mein Vater, aber er ist weit weg. Unser jeweiliger Alltag ist ganz anders, ist vollständig voneinander getrennt. Jeder geht seinen eigenen Weg, hoffentlich in Freude und Glück. Heute habe ich losgelassen und es fühlt sich gut an. Sein politischer und historischer Schatten allerdings lebt weiter in der Welt, in der ich lebe. Auch diesen Schatten nehme ich heute an. Für die allermeisten Menschen bin ich beim ersten Kennenlernen zunächst der Sohn vom Kohl. Das ist kein Problem mehr, denn nun kann ich sagen, ich gestalte mein Leben als Walter Kohl. Ich bin der Sohn vom Kohl. Dieses Leben nehme ich an, diesen Weg gehe ich. Ist das ein bisschen griffiger geworden, was ich mit Friedensvertrag meine? Ja? Und wenn wir diesen Weg der Versöhnung gehen, also jetzt im vierten Schritt uns bewinden, dann haben wir für uns selbst etwas geschafft, was wir vorher vielleicht gar nicht geglaubt hätten, nämlich einen neuen Blick auf das alte Thema. Eine neue Einstellung und ganz wichtig, eine neue Freiheit. Weil Freiheit und Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Und in dem Moment, wo wir einen Friedensvertrag für uns selbst schreiben, erreichen wir mehrere Dinge. Erstens, wir befreien uns. Zweitens, wir übernehmen Verantwortung für unsere Gefühle. Drittens, wir machen ein Angebot. Weil dieser Friedensvertrag ist ein Angebot. Und dann kann er, Hermann, an mich einen Friedensvertrag in Anführungszeichen anbieten. Er kann sagen, schau, das ist es. Und dann kann ich sagen, ich will oder ich will nicht. Aber er bleibt in seinem Frieden. Und wenn wir eine Situation haben, wo der andere Person nicht erreichbar ist, weil zum Beispiel verstorben, dann genügt es, wenn wir den einseitigen Friedensvertrag haben. Weil der einseitige Friedensvertrag, der ist stimmig für uns. Und da er transparent ist und da er offen ist und auch nachhaltig, also 10 Jahre Haltbarkeit empfehle ich dann, wird er auch zu einer Selbstverständlichkeit in unserem Leben. Und diese Selbstverständlichkeit führt dann über die Versöhnung zur Lebensfreude. Warum? Weil wir den Frieden in der Vergangenheit als Quelle nutzen können für Kraft und Lebensfreude in der Gegenwart. Was sagen Sie dazu? Ist das einigermaßen sinnvoll für Sie? Bitte. Ja. Was sagen Sie dazu, wenn man sagt, das ist nicht meine Bürde, das ist mein persönlicher Auftrag? Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, weil Sie haben aus der Bürde eine Lösung, einen Auftrag gemacht. Ich habe jetzt erstmal für die Menschen gesprochen, auch mich eingeschlossen, vor 2003, 2004, die es als Bürde verstanden haben. Und der Friedensvertrag kommt ja aus der Vergangenheit, aus der alten Sicht und endet in der neuen Sicht. Es ist praktisch der Brückenschlag. Ja, es wird nicht nur akzeptabler, das ist ja eine Steigerungsform, sondern es wird akzeptabel. Das ist ein großer Unterschied für mich, weil wenn es akzeptabler ist, ist ja noch ein Rest. Und in dem Moment, wo du es akzeptiert hast, ist ja kein Rest mehr von den alten Themen. Es gibt nur eine totale Akzeptanz. Versöhnung für mich bedeutet, ich habe mit dieser Situation meinen Frieden und meine Akzeptanz. Das heißt auch, ich sitze nicht am Telefon und warte, jetzt müsste ein Anruf kommen, weil ich mich so toll versöhnt habe. Nein, ich akzeptiere, dass der andere das nicht akzeptiert im Zweifelsfall. Ich mache meinen Frieden, ich schließe die Sache in einer vernünftigen Weise ab und ich gehe meinen Weg. Da war eine Hand, bitte. Sie haben jetzt aufgezeigt, den Weg und das Ziel dorthin. Ja.
Die kommt aus dem Herzen. Es ist nur ein Problem, wenn ich eine Stunde 15 Vortrag habe, um so ein komplexes Thema darzustellen, muss ich auf dieser Ebene bleiben, weil ich es nicht mengenmäßig hinbekomme. Wenn wir im Coaching Anliegen definieren und hier im zweiten Schritt alles auf den Tisch legen, den Energiewandel durchführen, ist das ein Prozess von sicherlich 4-5 Monaten. Also es ist nicht eine Sache schnipp schnapp und ich schalte den Lichtschalter ein und aus, sondern es ist harte Arbeit und es ist auch ein ehrlicher Dialog mit uns selbst. Also wenn der Eindruck entstanden ist, das ist so eine Art Aspirin, Versöhnungsaspirin, ich werfe das ein, alles wird gut, um Gottes Willen, dann habe ich mich ganz schlecht ausgedrückt. Ich kann ja nur versuchen, in der Kürze der Zeit einen schnellen Überblick zu geben. Mehr schaffe ich da nicht. Andere Fragen? Punkte? Ja, jetzt fehlt noch ein Finger, ne? Der kleine Finger. Die Hand hat ja 5 Finger. Und das ist dieser Und-Nun-Finger. Der ist ganz wichtig. Weil, jetzt darf ich Sie bitten, den Felix hochzuhalten. Aber mal, nee, die müssen die aufstehen bitte und einmal rumdrehen. Jawohl, weil wir haben ja jetzt folgende Situation. In der Vergangenheit, also auf der linken Seite, haben wir unseren Frieden. Ja? Aber auf der rechten Seite haben wir noch keine Richtung, keine Zukunft. Sie erinnern sich an das Bild ganz am Anfang, der Blick vom Berg, dieser Blick in die Zukunft. Und hier, wo Sie jetzt die rechte Hand haben, die Zukunft, was soll das denn sein? Was ist der nächste Schritt? Und das ist eine ganz spannende Frage, weil um etwas abzuschließen, möchte ich es nicht nur abschließen, sondern ich möchte auch nach vorne gehen. Dankeschön. Und wenn ich nach vorne gehe, brauche ich eine konkrete Aktivität. Und da kann ganz Unterschiedliches sein. Ich gebe Ihnen 2-3 Beispiele. Ich habe einen Mann unterstützt auf seinem Weg der Versöhnung, Anfang 60. Vater starb vor über 15 Jahren. Vater war Alkoholiker, Riesenprobleme in der Familie und er hat seinen Vater gehasst. Schlimmer noch, sein Lebensunterhalt entspringt seinem Vater, weil sein Vater war Barpianist und er selber ist ein sehr guter Musiker. Also jedes Mal, wenn er Musik gemacht hat, tauchte dieser Vater wieder auf. Ganz schwierige Situation für ihn. Wir haben dann den Weg der Versöhnung gemacht, er hat sich geklärt und dann hat er was ganz Spannendes gemacht. Er hat gesagt, ich mache 3 Dinge. Als erstes kümmere ich mich um das Grab meines Vaters. Das hat 15 Jahre vor sich hingewuchert. Als zweites hat er eine Collage gemacht, einen großen Bilderrahmen mit so vielen kleinen Fotos drin. Sein Vater, seine Mutter, das Leben meines Vaters. Und das hat er sich ins Schlafzimmer gehängt. Mein Vater gehört zu mir. Und das dritte, was er gemacht hat, ist ein kleines Lied komponiert. Und immer mal wieder, wenn es ihm passt und taugt, und er ist auf der Bühne, dann spielt er zwischendurch das Lied über seinen Vater. Dann nimmt er seinen Vater mit auf die Bühne. Verstehen Sie? Und wenn ich heute Abend hier vor Ihnen stehe, da ist meine Mutter mit auf dieser Bühne für mich. Stichwort Suizid, aber auch viele andere Themen. Und das ist es, was uns Frieden schenkt und was uns reich macht. Und deshalb hat dieses Und Nun für mich eine ganz besondere Qualität. Das hat nämlich die Qualität des Aufbruchs. Und damit meine ich auch, aus dem inneren Dialog in den äußeren Dialog zu treten. So wie wir es heute vorhin in der Einleitung auch von Ihnen gehört haben. Und deshalb habe ich mich so gefreut, nach Phoenixberg kommen zu können und heute Abend mit Ihnen hier das zu besprechen, morgen im Seminar das nochmal viel vertiefter auch mit Teilnehmern zu üben, weil der Weg zum Nächsten führt durch uns. Und wenn in uns Gift, Galle und Schmerz ist, dann werden wir auch Gift, Galle und Schmerz nach außen tragen. Und wenn in uns, so wie es der Herr hier gesagt hat, Glück und Optimismus ist, dann werden wir das nach außen tragen. Und so wie es den Umweltschutz für Bäche und Wälder gibt, glaube ich auch, gibt es ein bisschen den Umweltschutz für die Seele. Und Umweltschutz für die Seele heißt eben auch, Themen, die uns belasten, nicht auszuweichen, sondern sie anzunehmen und ihnen eine Antwort, eine neue Antwort zu geben. Und mein Vorschlag ist, die Antwort der Versöhnung, was ja auch letztlich die Kraft der Liebe und die Kraft des Friedens ist. Ja, und das wollte ich Ihnen heute Abend kurz darstellen. Ich darf mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Fragen bedanken und Ihnen alles Gute wünschen. Dankeschön. Dankeschön.